So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diggis Adventure. Wir produzieren mal weiter hier Apfelkuchen. Haben mittlerweile eine ordentliche Portion von 824 Apfelkuchen. Ich habe 11 Ratten, die Arena Challenge eigentlich sozusagen erledigt. Ich wollte das mit euch zusammen machen. Hier haben wir die letzte Ratte. Zack. Jetzt können wir theoretisch mit dem quatschen. Hier war eine Taschenlampe drin gewesen. Hier unten war noch eine drin gewesen. Und da war noch eine drin gewesen. Und damit sind eigentlich alle Taschenlampen hier. Die hat man schon gesehen gehabt. Und die hier oben auch. Damit ja, sind wir eigentlich so weit, dass wir in den Tresor rein können. Wir haben 1300 Energie. Gucken, ob wir uns noch ein bisschen durchgraben können. Danke für deine Hilfe. Nimm, was auch immer dir gefällt. In Ordnung, ich nehme mir das Holz. Das ist extrem viel, 6 und das sind 11 Holz. Hier, diese Dinger hier geben noch, doch, die bringen auch, das ist überall ein Stern. Seht ihr hier diesen Stern drin, ne? Das heißt also doppelte Erfahrung. Also ihr seht hier 1000 Erfahrung, 500, 500 jeweils. Was echt heftig ist. Zack, zack, zack. Wir nehmen uns jeweils die Taschenlampen mit, ganz klar. Ich würde ehrlich gesagt gerne den Amethysten zerstören. Dafür müssen wir allerdings noch ein bisschen was essen. So. Der Amethyst ist halt genauso wie bei dem Vase Entura Event. Da wurde mir auch gesagt, ich soll den Amethysten zerstören, weil er halt für irgendwas Besonderes später benutzt wird. Um halt, wie heißt das hier? Nicht irgendwas mit S. Skandinavien, ich wollte natürlich schon Syrien sagen. Syrien freizuschalten. Skandinavien freizuschalten. Bam! Zack, und hier haben wir den Amethyst und hier gibt es weitere schöne, tolle Erfahrungen. Sowohl auch noch ein paar Taschenlampen, die wir uns mitnehmen können. Zack, zack, zack. Sehr gut. Ich denke, ich werde das durchaus auseinandernehmen, diese Kammer. Hätte ich ein Level Up, dann hätte ich es jetzt auch machen können, aber ach, ist egal, kostet eh zu viel Energie. Aber wenn ich dann in einer Nacht durchschlafe und dann habe ich ja, weiß ich nicht, 6000 Energie, wenn ich hier den anderen Modus nehme. Und 11 Stunden nichts mache, ansonsten 4800 Energie, dann kann man das auf jeden Fall alles locker, denke ich mal, abgrasen. Werde ich mir auf jeden Fall alles mitnehmen, das ist also sicher, das Ding wird geklärt. Und damit haben wir die Herausforderung Nummer 1 abgeschlossen. Und ich gucke nochmal ganz kurz, ob wir hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 Taschenlampen haben wir hier und ich glaube 12 Taschenlampen gab es auch nur. Ich gucke ganz kurz im Wiki mal nach. Ich gucke uns im englischen Wiki, falls euch das interessiert. Ja. 12 Flashlights waren hier nur gewesen. Was heißt nur? Reicht ja wohl, oder? Und damit haben wir fast... einer fehlt noch. Einer fehlt noch. Genau. Und wenn wir dann die 7500 Gold bekommen, können wir uns hier einen Pharaos Totenmauer kaufen. 550 Energiespeicher für 7000 Gold als Spezial. Denke ich, 7 Tage lang gilt das Ding. So, auf geht es in die museale Herausforderung Nummer 2. Die natürlich auch, ihr seht, da ist übrigens ein Rubin verfügbar in dieser Dingensen. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir auch nicht hin. Hier haben wir eine Tür und hier haben wir jeweils 2 Türen. Also ich werde auf jeden Fall mich da durchgraben und gucken, was es da so Schönes gibt. Flashlights müssen wir halt ein paar sammeln jetzt. 12 Stück brauchen wir jetzt noch in etwa, wa? Mal gucken. Auf jeden Fall denke ich mal, sollte das machbar sein. 110 Energie pro Stück ist jetzt nicht so unendlich viel. Aber wir machen erst mal mit der anderen Mission weiter. Entschuldigung. Smaragdnest. Ach, stimmt, da war ich ja irre geworden hier. Gucken mal, was wir mit der Energie noch machen können. Auf jeden Fall kriegen wir das hier noch so hin. Können nämlich hier alle, bam, alle Smaragd-Dinger nehmen. Zurück zum Camp.
Tiefer in den Untergrund, die berühmten Salomonsminen. Ich würde ja mit dir gehen, aber die sind wahrscheinlich nicht sicher. Du wirst aber auch alleine klarkommen. Finde die Rätsel auf der Steinplatte und finde eine Tagebuchseite. Auf geht's. Du benötigst einen Kristallskarabäus, um diese Art Tür zu öffnen. Solltest du so einen nicht in deinem Rucksack haben, wirst du bestimmt einen im Smaragdnest finden. Habe ich einen? Ich habe eigentlich nur die Skarabäen. Ich habe sechs Skarabäen. Vielleicht muss ich aber auch sechs Skarabäen einsetzen. Wer weiß denn das schon? Na, Nummer eins. In der Tat, ich muss sechs von diesen Dingern einsetzen. Die kann man nämlich auch kaputt machen. Dies ist ein alter Teil der Minen. Es gibt hier nur wenig Wertvolles. So, das werden wir mal gucken. So, wir nehmen erstmal alle drei Lasagne noch zu uns. Dann haben wir 300 Energie, das etwas too much war, glaube ich. Ah, je nachdem, wie teuer die ganzen Blöcke hier sind. Ah, da geht's auch lang, war ja klar. Da geht's nicht lang. Also gehen wir hier lang. Und hier ist nichts Wertvolles, alles klar. Der Weg ist also schon mal Ende. Okay. Wir gehen erstmal hier lang. Gucken, was es hier so gibt. Nichts in Ordnung. Gucken, was es hier so gibt. Ebenfalls nichts. Ah, wir müssen die Dinger sowieso kaputt machen. Der Lichtstrahl muss ja durch. Bam, ich habe schon wieder keine Energie mehr. Die waren wohl ein wenig zu teuer, die. Diese Holzbarrikaden. Guck mal, wo wir hin müssen damit. Du brauchst nicht alle diese Türen zu öffnen, aber manche sind es wert. Naja, klar, weil ich brauche ja die Schüsseln. Die hier oben brauche ich auch. Da muss ich ja das in den Empfänger reinpacken. So. Dann drehen wir das einfach noch zweimal und dann brauchen wir hier noch eine Schüssel. Ups. Und hier hinten geht es auch noch lang. Aha. Was ist denn da Schönes? Da haben wir auf jeden Fall. Ich habe mal den Skarabäus einsetzen. Damit er dann später aus meinem Inventar verschwindet. Damit wir genau wissen. Ah, da haben wir vielleicht noch ein paar Geheimtüren, die wir nicht gesehen haben. So. Nummer 1 ist geöffnet. Es ist ein Kinderspiel, diese Tür öffnen. Ich bin gespannt, wie viele Spiegel du brauchen wirst. Na, nicht alle, ne? So halt viele, wie notwendig sind. Du weißt nicht, hey. So, den einmal dahinter schieben und dann war es das schon gewesen. Mit dem Rätsel. Zack. 1, 2, 3, 4. Man hätte nicht weniger brauchen, also 4 ist Minimum gewesen, es geht nicht anders. Mir hat ein Kristallskarabäus genügt. Wie viel hast du gebraucht, Dad? Mit ein Kristallskarabäus genügt. Einer? Das ist nicht möglich. Ach so, ja klar, doch einer theoretisch wäre möglich, wenn ich die andere Schüssel rausnehmen würde, aber das ist zu anstrengend gewesen. Hatte ich keine Lust gehabt. Okay, wo haben wir den Empfänger? Oh, nee. Hier müssen wir sowohl gelb als auch. Ach du Scheiße. Sowohl gelb als auch rot als auch grün. Als Empfänger. Aber nur nacheinander, das ist okay. Okay, wir gucken mal hier. Kupferlager. Da oben geht es auch noch weiter. Ich bin eigentlich. Ich möchte das aufmachen. Auch wenn da wahrscheinlich nur noch mehr Kupfer sein wird. Aber werde ich alles mitnehmen. Sehr gut. Ja, Kupfer und eine Vase. Da haben wir viele Fässer. Gut. Schwierig. Ich glaube, ich werde alles kaputt machen. Einfach mal. Hier kommt Skarabäus. Da haben wir noch eine Schüssel drin. Steinschacht. Ich merke, ich brauche noch mehr.
Es gibt mehr als 6 Türen. Und wir hätten gar nicht alle benutzen sollen, dürfen, wie auch immer. Im Smaragdnest sind noch mehr, sagst du? Also es gibt. Okay. Es gibt ja auf jeden Fall noch mehr weitere Gänge. Wahrscheinlich sind da einfach noch mehr drin. Das ist natürlich total interessant. Das ist hier einfach noch mehr Skarabäen, in der Tat. Es gibt noch mehr Skarabäen, die man mitnehmen kann und die alle könnten wir theoretisch verbrauchen. Um. Ich werde sie auf jeden Fall alle mitnehmen, ganz klar. Ah. Um halt in den anderen Missionen weitermachen zu können. Ich hasse euch so sehr, ey. Das ist unglaublich. Gut. Also müssen wir erstmal noch die Skarabäen mitnehmen. Damit wir auch jede Tür dann öffnen können. Interessant, wirklich interessant. 355 Erfahrungen brauchen wir noch. Heißt also, wenn ich das Ding clearen werde hier hinten. Na, ich werde das noch nicht ganz clearen. Ich werde die nächste Herausforderung machen. Das können wir vielleicht einfach mal zusammen machen. Das Ding jetzt zu clearen, haben wir ja noch ein paar Tage Zeit. Dann können wir ja ordentlich Ressourcen mitnehmen. Ansonsten. Museale Herausforderung 2 gehe ich als nächstes an. Da werde ich sicherlich ordentliche Fortschritte machen, bevor wir wieder das nächste Mal aufnehmen. Und dann sehen wir, okay, doch, hier geht's lang. Hier rechts geht's nicht lang, aber hier hinten links geht's. Das ist ja doof. Na gut. Macht aber nichts. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Bis dahin. Ciao.